Seitenwechsel auf der Klasse-Gitarre. Das Video habe ich ganz ehrlich gesagt zeitlang vor mich hingeschoben. Ich habe den Jungs von Dardario nämlich versprochen, dass ich dazu ein Video mache. Komm, stell scharf. Jo. Und ganz ehrlich, ich spiele sehr wenig Klassik-Gitarre. Die war ein Jahr im Koffer. Und ich habe aber jetzt eine neue. Und die hier verkaufe ich, beziehungsweise die ist schon verkauft. Und ich habe versprochen, neue Saiten drauf zu machen, um mir selbst so ein bisschen Druck zu geben, endlich das Video zu drehen. Also, heute zeige ich dir, wie man neue Saiten auf eine Klassik-Gitarre macht. Und ja, ich weiß, das ist keine richtige Klassik-Gitarre. Die hat einen Cutaway, huhu. Und die hat einen viel zu schmalen Hals, huhu. Aber das Saitenwechseln ist genau gleich. Und das würde ich dir gern heute zeigen. Was brauchen wir für Werkzeug? Ich nehme hier einfach mal diese Seitenkurbel-Seitenschneider-Kombination von Dardario. Und was brauche ich noch? Genau, wenn wir gerade die Saiten unten haben, dann werden wir sie noch ein bisschen ölen. Und da habe ich hier so ein bisschen Limonenöl mit einem alten Babysöckchen. Das brauchen wir dann gleich. Gut, also das ist unsere Ausrüstung. Und wie fangen wir an? Wir fangen an, indem wir die Saiten lösen mit der Saitenkurbel. Und ich habe hier 4 Kameras am Lauf. 4 Kameras. Das ist echt krass. Ich habe schon lange nicht mehr mit 4 Kameras gefilmt. Verzeiht mir, wenn das so ein bisschen chaosmäßig ist und ich nicht weiß, wo ich hingucken soll. Deswegen werde ich hier mal erst nicht anziehen, sondern die Saiten entspannen. Also losdrehen. Oh, falsch rum. So. So, das war im Uhrzeigersinn gedreht, wenn ich das richtig gemacht habe. Und jetzt sind die Saiten schön locker. Schneide ich die durch. Zack. Zack. So, bitte die Saiten nicht durchschneiden, wenn die gespannt sind. Denn A, können die so abspritzen und die Decke beschädigen. Vor allem, wenn das eine richtig teure Klassik-Gitarre ist. Und B, können sie dir ins Auge schlagen, was noch viel schlimmer wäre. Deswegen, mach's so, wie ich es jetzt gezeigt habe. Erst ein bisschen lösen. Dann abschneiden. So, jetzt fädeln wir den ganzen Mist hier mal so raus. Wir fangen mal hier am Steg an. Die sind echt alt. Das Ganze schmeiße ich so ein bisschen hier in den Gitarrenkoffer rein, wenn ich treffe. Und räume das später auf. Ne? Dardario hat mir gesagt, dass die Saiten in den gelben Müll dürfen. Ich hoffe, das stimmt. Falls jemand sicher weiß, dass es nicht stimmt, bitte in die Comments. Ah ja, genau. Ich weiß, dass jetzt viele von euch das mit dem Saitenaufziehen auf einer Klassik-Gitarre bestimmt besser können. Bitte alle Kommentare mit genauen Vorschlägen in die Kommentare. Ja, da wo sie halt hingehören. So, Steg ist clean. Jetzt machen wir das Ganze auf der Kopfplatte. Da ist ein bisschen mehr Chaos. Muss mal teilweise so ein bisschen tricksen, dass die Saiten hier so ein bisschen durchgeschoben werden. Ja. Und dann machen wir hier auch lose. Die E-Saite zickt, ich krieg's dann nicht raus. Das heißt, ich muss jetzt einen richtigen Saitenschneider holen. Saitenschneider, vorsichtig, nichts kaputt machen dabei. Leichter gesagt als getan. Zack, durchgeschnitten. Und jetzt kommt's auch hoffentlich hier raus. Ja, da haben wir auch die E-Saite erwischt. Ihr wisst jetzt, warum ich das nicht gern mache. Die E-Gitarre wäre schon fast fertig. So, weil das ja hier relativ langweilig ist, vielleicht kurz zwischendurch so eine kleine Anekdote. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich die erzählen soll. Aber ich und Klassik-Gitarre. Ich habe ja überall stehen, dass ich mit 13 angefangen habe, E-Gitarre zu spielen. Beziehungsweise Gitarre zu spielen. Eigentlich müsste ich schreiben, E-Gitarre zu spielen. Weil ich habe nämlich schon mal versucht, mit 8 Jahren Gitarre zu spielen. Hatte eine uralte Klassik-Gitarre von meinem Bruder, die eine super schlechte Saitenlage hatte und auch generell einfach ein Stück Scheiße war. Sorry, wenn ich das so sage. Und habe dann Unterricht gekriegt an der Kreismusikschule Kirn. Oder heißt die einfach nur Musikschule Kirn? Egal. War auf jeden Fall eine öffentliche Musikschule. Und wir hatten einen Lehrer. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Oder ich will nicht mehr wissen, wie er heißt. Und ich bin direkt in eine Gruppe gekommen mit 2 Mädels, die schon spielen konnten. Ja, also die schon ordentlich spielen konnten, keine Anfänger mehr. Und bin da in diesen Gruppenunterricht. Gruppenunterricht ist meistens Abzocke, ich sag's nur. Also es gibt sehr guten Gruppenunterricht. Ich hatte auch Gruppenunterricht bei meinem Mentor Ralf Schäfer. Ralf Schäfer-Lösch heißt er mittlerweile.
mit dem Sven zusammen und das war gigantisch gut, weil der Sven und ich uns gebettelt haben und dadurch praktisch doppelt so viel geübt haben, als wir sonst geübt hätten. Das war spitze, aber dieser Gruppenunterricht damals war einfach nur extrem pädagogisch schlecht. Also das war einfach grauenvoller Gitarrenunterricht, muss man sagen. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch Gitarre spiele. So grauenhaft war dieser Unterricht damals. Und da habe ich das dann probiert und wir haben nur so komische Volkslieder spielen sollen. Was mich überhaupt nicht interessiert hat, ich habe damals schon so Popkram im Radio gehört und wollte halt einfach cool Gitarre spielen. Ne? Stattdessen habe ich gespielt und jetzt Gangi ans Petersbrünnele. Und ich fand es richtig scheiße. Und habe deswegen nach 3 Monaten komplett wieder aufgehört. Und dann erst mit 13 wieder angefangen. Deswegen habe ich ein nicht ganz so positives Verhältnis zur Klassikgitarre. Und genau, meine nächste Begegnung mit Klassikgitarre, also ich habe immer so ein bisschen versucht, hat auch eigentlich immer eine Klassikgitarre. Und habe dann an der Musikhochschule, wo ich studiert habe, wo ich mein Diplom gemacht habe, Klassikgitarrenunterricht bekommen. Und zwar hieß das Fach Technik des Hauptinstruments. Und da muss ich schon mal sagen, es gibt ja Leute, die behaupten, man sollte Klassikgitarre spielen können, weil das gut für die Technik auf der E-Gitarre wäre. Absoluter Bullshit. Absoluter Schwachsinn. Hat nichts damit zu tun. Man spielt eine Klassikgitarre ganz anders wie eine E-Gitarre. Und es ist ja ganz schön und gut, wenn man Klassikgitarre lernen möchte, dann soll man Klassikgitarre lernen. Ist ja auch ein cooles Instrument. Und ich habe ja auch eine. Ne? Also ich spiele ja auch ein bisschen, manchmal habe ich Spaß dran. Aber es hat nichts mit der E-Gitarre zu tun. Absolut überhaupt gar nichts und man sollte auch nicht Klassikgitarre anfangen, um auf der E-Gitarre besser zu werden. Wenn du auf der E-Gitarre besser werden willst, dann üb E-Gitarre. Ja, ist eigentlich ziemlich logisch, aber manchmal muss man auch noch dazu sagen. Habe ich schon diverse Diskussionen gehabt. Meistens mit Leuten, die nicht geil E-Gitarre spielen können. Nee, eigentlich immer nur mit Leuten, die nicht geil E-Gitarre spielen können. Es hat noch nie ein E-Gitarrist, der richtig gut ist, zu mir gesagt, dass es sinnvoll wäre, Klassikgitarre zu üben. Noch nie. Immer nur Leute, die denken, sie hätten Ahnung, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. So, das dazu. Ja, jedenfalls hatte ich dann trotzdem diesen Unterricht, weil ich musste das machen. Das war eine komplette Stunde, 2 Jahre lang, jede Woche. Einzelunterricht bei dem lieben Herrn Grossmann. Absolut genialer Typ und das war ja in Mannheim an der Musikhochschule und das Lustige war, dass ich den kannte, weil der mit meinem Bruder hier in Kiern in einem Orchester gespielt hat. So lustig und so klein ist die Welt. Jedenfalls war das ein cooler Typ und er hat auch schon direkt gemerkt, dass ich überhaupt keinen Bock habe und wir waren die Hälfte von der Zeit, sind wir aus dem Hinterausgang raus und haben Kaffee getrunken. Vorne im Café an der Straße. Ja. Also so viel dazu. Deswegen gibt es auch von mir keinen Anfängerkurs. Sag mal, die G-Seite, die geht mir jetzt aber so richtig. Ah, deswegen gibt es auch von mir keinen Klassikgitarrenkurs auf der Seite. Wenn es so mal irgendwann einen geben sollte, wird den jemand anders machen. Und das ist auch gut so. So, habe ich jetzt gleich diese blöde G-Seite hier raus. Ich glaube, es gibt ein langes Video. Ich hoffe, die Akkus von den Kameras halten so lange durch. Naja, ich denke schon. Versucht das ja auch hier so zu halten, dass ihr es seht, ja, dass ihr das ganze Ausmaß dieser Katastrophe seht. So, alte Seiten sind weg. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache ein bisschen Griffbrettpflege und das werde ich auch machen. Jetzt, ich poliere ganz kurz die Bünde mit dieser Feile. Eine Feile für alle. Gitarsticks von Engelstein. Eine Feile, nein, das ist keine normale Nagelfeile, die du in jedem DM kaufen kannst. Nein, 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 auch wenn das einige von euch in den Kommentaren schreiben, ist was ganz anderes. Kann man auch nicht die Nägel mitfeilen, ist viel zu fein dafür, dass die ein kleines bisschen glänzen. Und derjenige, der die kauft, wird sich darüber jetzt natürlich sehr freuen. So, nicht zu viel, sonst sitzen wir hier noch in 3 Stunden und die eine Kamera, die wir gleich brauchen, hat den Akku leer. Das wollen wir nicht. Natürlich könnte ich auch eine Powerbank dranhängen, aber die liegt sogar da. Naja. Zur Not hänge ich die dann dran. So, die meisten haben schon abgeschaltet, weil weder Klassikgitarre interessiert die meisten meiner Zuschauer. Wobei diese Storys vielleicht schon. So, müsste man jetzt nicht das Griffbrett abkleben? Könnte man machen. Da wir es aber eh gleich ölen, sind kleine Mikrokratzer eh direkt wieder weg. Bünde ein bisschen poliert.
Und jetzt machen wir ein kleines bisschen Limonenöl drauf. Das habe ich hier, wie gesagt, in so einem kleinen Babysöckchen. Und jetzt nehmen wir das Babysöckchen und verreiben das ein bisschen. Fertig. So, jetzt haben wir eine blanke Klassik-Gitarre und jetzt machen wir da neue Saiten drauf. Und ich nehme diese wunderbaren Saiten hier von D'Addario. Das sind D'Addario XT, also beschichtete Saiten, Silver Plated Copper Extended Life Natural Feel Classical NT Normal Tension. Normal Tension bedeutet bei Klassik-Saiten 28, 32, 40, 28W, also umwunden, 35W und 44W. Die machen wir jetzt mal auf und dann fangen wir bei der tiefen Saite an. Und dann zeige ich dir genau, wie man diese Knoten hier macht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. So, diese Verpackungen sind wiederverwertbar. Ja, da kann man ein Tütchen, da kann man auch die alten Saiten reinmachen und dann schön in die gelbe Tonne schmeißen. Und hier sind die ganzen Saiten, die sind nummeriert. Die kleine Nummer ist praktisch die Diskantseite E, die hohe E-Saite. Und hier ist die 6, das ist die tiefe E-Saite. So, wie rum, ist es egal. Hier oben ist so ein Stück, wo so ein bisschen die Umwindung so ein bisschen lockerer ist. Das mache ich oben hin. Und jetzt entfalte ich die erstmal. Und im Gegensatz zu Stahlseiten sind die so ein bisschen, ja, ein bisschen geknickt schon. Macht aber nichts, solltest du nur nicht krass knicken. Ja? Jetzt ziehen wir das. Also es gibt auch Gitarren mit mehreren Löchern. Ich habe immer nur welche gehabt mit 6 Löchern. Ja, es gibt welche mit 12 oder 9 oder keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen, musst du dann irgendeinen Klassiker fragen. Also meine haben immer 6 Löcher gehabt. Und deswegen kann ich das auch nur mit 6 Löchern. Reicht ja auch. So, ich stecke das hier durch. Mach so, ja, 4 cm raus oder so. Ja, also von der Seite kommt, unter der Seite durch. Und dann machen wir hier praktisch nochmal durch. Sodass praktisch hier so ein Knoten entsteht. Und optimal ist jetzt, wenn das letzte Stück praktisch hier hinten, da praktisch am Steg hinten, also nicht oben, sondern hier unten, überlappt. Ja, und das haben wir hier. Fertig. Viele machen noch einen extra Knoten, also noch einen Knoten mehr hier rein. Meiner Ansicht nach reicht bei den Bassseiten einfacher Knoten. Okay? Bassseiten. Einfacher Knoten. Jetzt sind wir oben an der Kopfplatte. Wir machen die Mechanik so, dass es von oben durchgeht. Stecken das hier durch. Ziehen es nochmal ein Stückchen raus. Und jetzt machen wir hier einen Knoten. Müssen wir nochmal durchkriegen hier, genau, so. Viele machen bei den Bassseiten keine Knoten. Ich mache überall einen Knoten, weil es dann einfach besser hält. Das ist Philosophiefrage. Man muss hier keinen Knoten machen. Bei den hohen Saiten schon, weil sonst flutscht die raus. Aber hier machen wir jetzt einfach mal einen Knoten. Und die Bassseite, also die tiefste Bassseite, die E-Seite, die wird außen gewickelt. Also an den äußeren Rand musst du jetzt hier. An den äußeren Rand, okay? Und jetzt nehmen wir unsere Seitenkurbel und kurbeln das fest, so dass oben praktisch die Seite rauskommt, damit wir keine unnötigen Winkel haben. So. Na, jetzt ist das hier. Ne, ist richtig, alles gut. Manchmal muss man da so ein bisschen Hand anlegen noch, dass das alles schön aussieht. Gehen wir direkt in den Schärfebereich der Kamera. So, so lang kurbeln, bis die Saite so ein bisschen Stimmung kriegt, ja? Stimmen machen wir später. Ja, und genau das Gleiche machen wir auch mit den anderen Saiten. Wie gesagt, wenn ihr das besser wisst und so, einfach in die Comments schreiben. Ich bin da offen und das kann sich ja dann jeder die Vorschläge von euch durchlesen. D-Seite, A-Seite. Die nehmen wir als nächstes.
und einfädeln. Jetzt gucken wir, dass hier alle auf dieselbe Seite gehen. Es gibt da Leute, die fädeln dann diesen Faden hier durch alle anderen durch. Das sind dann die, die das Ganze noch mit Kunst verbinden wollen. Kann man machen. Habe ich noch nie gemacht. Ist mir zu viel Aufwand. So, wie rum habe ich es gemacht? Genau, von da wurde mir gesagt. Von da. Und dann hier noch einmal durch. Das Ganze festziehen und gucken, dass es hier ist. Also, dass es praktisch hier hinten ist und nicht oben. Ja, und da ist es. Können wir nachher noch ein bisschen kürzen, die Dinger. Und von oben durch. Muss halt gucken, dass es hier Spannung hält, ne, dass es nicht rausflutscht. Dann ein bisschen lose und Knoten. Und Knoten. Zack. Knoten und wickeln. Der kommt jetzt innen. Ja? Sonst gibt es zu viel Seitenzug in die falsche Richtung. Und bitte in den Kommentaren, ne, alle meine Fehler sofort offenlegen und sagen, warum ich es falsch mache und wie es besser geht, bitte. Vor allem aber, wie es besser geht. Ne? Damit alle, die die Kommentare lesen, auch was davon haben. Klingt jetzt schon besser alles. So, die Seite. Und ja, die hohen Seiten, das sind die Bitches bei der Klasse-Gitarre. Die hohen Seiten sind die, die keinen Spaß machen, das kann ich euch versichern. So, es wird jetzt aber erstmal einfacher, bevor es dann bei der hohen E-Seite wieder schwerer wird. So, wir haben gesagt, von hier, Knötchen, auf der anderen Seite durch, am besten direkt da hinten. Ja, ja. Der ist noch nicht perfekt. Ja. Aber okay. Mechanik so, dass du von oben das Loch nach unten siehst. Wieder. Und durchstecken. Bisschen Luft lassen. Knoten. Und kurbeln. Immer so ein bisschen mit dem Finger die Seite führen, dass die an der richtigen Seite liegt später auch. Ne? Also die tiefste Seite außen wickeln, die anderen beiden innen wickeln. Und die haben auch hier so kleine Löschlein, wo die genau rein sollen. Ja, hier. Da musst du drauf achten. Hälfte haben wir. Sehr gut. So, jetzt kommen die flutschigen Diskantseiten. G-Seite, die erste, die einfachste. Und die flutschen einem teilweise weg, die Dreckdinger. Grauenvoll. Ihr seht, ich liebe es, auf der Klassik-Gitarre Seiten aufzuziehen. Wenn das Session nicht eine halbe Stunde weg wäre hier, egal ob mit Fahrrad, Auto oder Bahn, und ich brauche praktisch hin 30 Minuten und zurück 30 Minuten und es sind ganz viele Blitze. Also ich werde jedes zweite Mal, wo ich hinfahre, geblitzt. Wenn das nicht so wäre, würde ich die Gitarre dorthin bringen und mir Saiten aufziehen lassen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Mache ich also hier 3. Boah. Oh, ich sehe schon, das wird hier ein Meisterwerk, Leute. Absolutes Meisterstep. Oh, einer zu viel. Das kannst du hier kurz sehen. Ach Gott, wie ich es liebe, klasse Gitarre zu sein. Ob das hält, das weiß ich noch nicht. Okay. Dann hier durchziehen und da müssen wir jetzt wirklich einen festen Knoten machen. Denn
Manche machen hier sogar einen Doppelknoten rein. Und was man auch noch machen kann, das zeige ich mal kurz hier, wenn man das sieht, ja, das sieht man. Dass man hier die Seite nochmal durchzieht. Das kommt auf die Dicke der Seite an, ob das funktioniert. Ah ja, das funktioniert. Und dann kann man die hier nochmal durchziehen. Ja. Durch das Loch. Und dann zusätzlichen Knoten machen. Wobei, dann brauchen wir es eigentlich nicht mehr. So, was manche auch machen, und ich zeige hier mal nochmal eine Möglichkeit, ja. Jetzt hier das praktisch durchziehen, das hätte ich jetzt lassen können. Und dann auf der anderen Seite, aber es ist vielleicht sogar ein bisschen viel hier. So. Und jetzt auf der anderen Seite einen ganz normalen Knoten machen. Also so einen. So wie so ein. Und möglichst tief ziehen. Ja. Dass der hier praktisch, dass die Seite da nicht flutschen kann. Ja. So, zack. Genau, und dann hier anziehen, dass der Knoten hier anliegt und dann kann die Seite einfach nicht raus, weil die gehen gern raus. Gerade die G, B und E-Seite gehen sehr gern raus. So, den wieder innen, ja, Seitenkurbel und go. Ich glaube, auf diese Art und Weise machen wir die anderen Seiten auch. Der Knoten ist jetzt nicht die eleganteste Lösung. Und mein Dozent würde bestimmt mit mir schimpfen. Aber lieber unschön und es hält, als schön und es flutscht raus. Gell? So, und ihr merkt jetzt auch das Hauptproblem bei neuen Seiten auf der Klassikgitarre. Die verstimmen sich am Anfang so ätzend. Grauenvoll ist es. B-Seite. Nur noch eine, die hohe E-Seite. Und auch hier haben wir wieder genau das Gleiche. Ich zeig's nochmal genau hier, wo es auch scharf ist auf der Kamera. Fädel durch. Mal gucken, dass hier auch noch so ein bisschen übrig ist, ne? Von der Seitenspannung. Also, dass wir ja, noch zwei, drei Windungen hier drauf kriegen, ne? So, rumdrehen. Knoten. So tief wie möglich den Knoten nach unten drücken. Dann hier die E-Seite ziehen, sodass der Knoten möglichst nah dran kommt. Das kann man auch dann von hier stecken. Und ziehen. Ja. So. Und jetzt ziehen wir die E-Seite fest mit der Kurbel. So, die kommt jetzt auf die andere Seite, ne? Also die kommt jetzt auf die Außenseite hier. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Ordnung schaffen. Nehmen wir am besten den Seitenstecher, das geht am besten. Ein bisschen sollte man dran lassen hier, ja. Also so einen halben Zentimeter, den Rest können wir abschneiden, weil sonst macht das so Rasselgeräusche auf dem Body drauf. Wo ist die B-Seite? Hier. Zack. So, hier mal noch einen schönen Beauty-Shot. Von meinem Gemurkse. Und oben machen wir das Gleiche. Auch hier ein bisschen lassen. Ne? Und jetzt kommt das Stimmen. Ja? Empfehle ich dir, wirklich, wirklich mit Nachdruck ein Stimmgerät zu benutzen. Und erstmal alle Seiten ungefähr auf Tension bringen, also auf Zug bringen. Kurze Erklärung, warum mache ich das hier mit diesem Flageolett? Weil die meisten Stimmgeräte besser ansprechen, wenn ich die doppelte Oktave, also die Oktave von dem Ton habe. Hier am 12. Bund praktisch genau den Finger auflegen, also nicht da, wo man greifen würde, kurz vor dem Bund, sondern auf dem Bund wirklich genau planen und dann dort stimmen.
E-Seite muss man manchmal lang drehen. Gleich habe ich sie. Du kannst hier beobachten, wie sie runtergeht. Ne? Das ist bei Klassikgitarren am Anfang normal. Siehst, die B-Seite ist auch wieder runtergegangen. Und du siehst, es ist ein ziemlicher Krampf, eine Klassikgitarre das erste Mal auf Stimmung zu bringen, weil die ständig, also die Saiten dehnen sich jetzt aus, ja, und die fügen sich hier so in ihre Position ein, in den Mechaniken. Ah, ich habe die E-Seite vergessen abzuschneiden. Oder, ja. Falls jetzt, also die professionellen Klassikgitarristen werden mit Sicherheit alle schon abgeschaltet haben, falls jemals welche angefangen haben, das Video zu gucken. Falls noch jemand von euch dabei ist, wie macht ihr das vorm Gig, wenn ihr neue Saiten aufzieht? Weil das verstimmt sich ja ein, zwei Tage so krass. Wie macht ihr das? Macht ihr drei Tage vorher neue Saiten drauf oder übt ihr einfach dann einen Tag vorher noch so viel? Würde ich mal gerne wissen. Ich habe jetzt niemanden zu einer eindeutigen Aussage gekriegt bei dem Kram, ja. Und ihr seht, es wird immer besser, ja. So, und jetzt zum Schluss des Videos noch das Geheimnis. Warum habe ich überhaupt Klassikgitarre, wenn ich nicht so gern Klassik spiele? Ich mache damit so Bossa-Sachen. Ist schon wieder verstimmt, ne? Verstimmt, ja? So, das war's aber. Wir haben neue Saiten auf diese Ibanez Klassikgitarre für E-Gitarristen. Gespannt. Und ich hoffe, dass dir trotz meiner, wie soll ich sagen, also mit Klassikgitarren kenne ich mich am wenigsten aus, ich gebe es zu. Ich hoffe, dass du trotzdem Spaß hattest bei diesem Video und du ein bisschen was gelernt hast, falls du doch mal was machen willst. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die das wesentlich besser können. Noch ein kurzes Wort zu den Saiten. Also das sind beschichtete Klassik-Saiten, die sollten auch ewig halten. Und ich warne dich ganz explizit vor günstigen Klassik-Saiten. Es gibt also Saiten für 2-3 Euro den Satz. Und ich habe mal davon 10 Satz gekauft, weil ich gedacht habe, ja, ich spiele eh kaum Klassik-Gitarre und da brauche ich auch keine teuren Saiten. Und da habe ich die aufgespannt und da war es tatsächlich so, dass hier im 12. Bund der Ton nicht der gleiche war wie das Flageolett. Ne, du hörst hier? Der gleiche Ton. Und da war es aber der. Das waren so ganz billige Saiten, irgendwo bei Thomann bestellt oder so. Orangene Hülle hatten die. Ich habe sie danach direkt alle weggeschmissen, als ich rausgefunden habe, dass die Saiten schuld waren. Und dann habe ich da Darius aufgespannt. Schon war die wieder in Stimmung. Ich wollte schon die Gitarre wegschmeißen, weil ich gedacht habe, die wäre kaputt. Ja, die Bundreinheit wäre falsch. Deswegen, tu dir den Gefallen, hol dir hochwertige Saiten. Meine Empfehlung ist immer Dario. Und ja, das war's zu diesem Video. Wenn dir das gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Wenn es dir nicht gefallen hat, zweimal Daumen nach unten und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Schreib mir einen Comment, wenn du Tipps hast zum Klassikgitarre aufziehen, wie es vielleicht einfacher geht. Und da freue ich mich und alle anderen freuen sich wahrscheinlich auch. Und ansonsten sehen wir uns bald, hoffentlich. Bis dann, mach's gut und tschüss.